wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Ich habe mir heute das Produktpaket Schöner Park vorgenommen und möchte mit dir damit diese tolle Karte machen. Und zwar ist das eine Karte, die mit Banderole verschlossen ist. Und wie du hier siehst, ist die besonders gefaltet. Und du kannst sie einmal so aufklappen. So kommt auch nochmal das Designerpapier ein bisschen mehr zur Geltung. Und wie gesagt, das ist ganz einfach mit Banderole verschlossen. Und wie immer möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie du das Ganze nachbasteln kannst. Unten findest du eine Übersicht über die Produkte, die wir jetzt gleich verwenden, mit allen Maßen, sodass du jetzt auf Pause machen kannst, dir alles zurechtschneiden kannst und gleich mit mir zusammen weiterbasteln kannst. Genau, jetzt geht's auch schon los. Zu Beginn brauchst du ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Marineblau, passend zu dem Papier gewählt. Und der soll 15 x 26 cm lang sein. Das heißt, wir legen das Papier hochkant an, schneiden bei 15 und schneiden dann in der Länge nochmal bei 26 cm ab. Nun wird das Ganze gefalzt. Die erste Falz, den jetzt bei 3 cm, die mache ich wieder hier auf der rechten Seite. Und dann falzen wir weiter bei 8. Bei 18 und bei 23 cm. Als nächstes brauchst du Designerpapier. So, als nächstes schneiden wir uns das Designerpapier zurecht. Ich habe mir das hier jetzt bereits in der Höhe auf 14,5 cm geteilt. Das heißt, ich drehe das jetzt um 90 Grad und nun schneiden wir folgendermaßen ein Stück mit 4,5 Zentimeter Breite und nun schneiden wir uns zwei Stücke mit 2,5. Das Ganze machen wir, weil das hier in der Mitte ein fortlaufendes Muster hat. Deswegen jetzt diese beiden Stücke mit 2,5, die wir gleich dann auch so nebeneinander kleben wollen. Und nochmal ein Stück mit 4,5 Zentimetern. So, so sieht das Ganze aus und das wird gleich so aufgeklebt. Das ist unsere Mitte und das sind die beiden Seitenteile, die ja teilweise von der Außenseite hier verdeckt werden. So, das Papier einmal nachfalzen, dass es so vor dir liegen kann. Und nun kleben wir als erstes einmal die beiden Blumenstücke auf, die nachher dann zusammengefaltet wieder das Muster ergeben. Und nun kleben wir die beiden dunkel gemusterten Papiere einmal hier so auf. Da kommt es ja nicht auf den Verlauf des Musters an. Nun kleben wir ein Stück Grundweiß in die Karte. Das hat die Maße 14,5 x 9,5. Für die Banderole benötigen wir ein Stück Farbkarton in Marineblau, das 3x22 cm ist. Das kannst du gut aus dem Reststück schneiden, was wir hier über haben. Und hier legst du jetzt wirklich die Banderole gleich nur einmal lose, locker um die Packung. Und zwar machst du auf der einen Seite, doppelseitiges Klebeband dran. Und dann klappst du die Karte zu
und faltest das einmal ganz locker, möglichst im rechten Winkel. Ich weiß ja, das ist immer meine Stärke. Nicht so. Genau, einmal locker um die Karte falten, den Klebestreifen hier entfernen und alles im rechten Winkel ankleben. Und nun kommt noch das Etikett oben drauf. Das habe ich bereits ausgestanzt. Nun brauchen wir ein marineblaues Stempelkissen. Und dann kommt da noch ein Alles Gute für dich drauf. Ich mag die Schrift total gerne. Die ist filigrane und dann aber gleich das große Dich da noch zwischen. Ich bin großer Fan von diesem Stempelset. Bin mal gespannt, ob es in den neuen Hauptkatalog kommt oder ob es das Sortiment schon verlässt. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang des Monats mehr wissen. So, das ist doch eine schöne Kombi, oder? Und da kommen jetzt noch ein paar Dimensionals drunter. Und zwar klebe ich die hier auf die Banderole. Etikett drauf und fertig ist unsere blumige Karte mit einem besonderen Verschluss. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ja, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de, das verlinke ich dir hier oben nochmal. Schau dir auch unbedingt mein Bonuspunkteprogramm und mein Neukundenangebot an. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bis ganz bald!